Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Ja, wir sind hier in unserem super schönen Raum und wir gehen hier immer raus und ich würde sagen, wir machen mal die neuesten Sachen. Denn wir haben ja jetzt hier ein Solarpanelchen, so das erzeugt schön Strom. Da haben wir die Pumpen für, kann man das ja kurz anpflanzen, so, für unsere schönen, wie heißen die nochmal, Dynamos. Hier für den Fischer und für den Ofen, so das ist alles super schön. Dann haben wir hier Galacticraft, hier nochmal ein Weg in so, Terminal Expansion, unseren Terminal Expansion Raum. Und hier sehen wir schon, hier ist er. So sieht der Moment aus. Hier der Jump Dynamo mit dem Kabel nochmal. Und zwar dazu, also hier kommt ja das Kabel an, hier führt das Kabel da durch. Aber für Terminal Expansion reicht die Energie von dem Solarkraftwerk nicht aus. Und deswegen, habe ich nochmal einen zusätzlichen Dynamo hier reingepackt und der, hier sieht man auch, deswegen sind die Maschinen auch so voll, dank dem Dynamo. So, weiter geht's, würde ich sagen, denn wir haben nämlich einiges zu tun. So, das sehen wir hier zum Beispiel, wir haben nämlich was zu tun. Wir müssen nämlich eigentlich auf Höhlentour. Das ist es eigentlich. Gehen wir hier in die Mod PC, denn hier sind ziemlich viele so Sachen, die wir gerade wirklich brauchen. Hier die Pumpe haben wir zum Beispiel von den Steinbruch haben wir hier. Den Minenbohrer, Architekturtisch. Der Minenbohrer besteht aus einer Pumpe auch. Und dieser Minenbohrer ist eigentlich ganz einfach zu craften. Und den wollte ich jetzt auch nochmal kurz craften. Denn der ist sehr, sehr easy. Und vielleicht könnte er uns ohne Diamanten auch Zeug geben. So, dann brauchen wir nochmal 6 Eisen und ein Zahnrad. So, das ist total einfach. Erstmal ein Holzzahnrad. So, dann Stein drumrum. So, und jetzt Eisen drumrum. So, Eisenzahnrad. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Dann können wir schon in unsere Werkbank dran gehen und haben nicht genug. Machen wir das so. Da brauchen wir nur einen Stein. Nee. So. Zack. Zack. So. Dann hier das Eisen. So. Dann haben wir unseren Minenbohrer. Und ich hoffe, dass wir den jetzt für Minen nutzen können, weil hier sehen wir, der macht hier nichts. Der funktioniert nicht. Und das ist halt scheiße. Denn jetzt haben wir so einen gemacht, aber da können wir jetzt nichts mit anfangen. Ist halt doof. Ich weiß nicht genau, wie wir den anbekommen. Ob der noch eine Spitze braucht oder irgend sowas. Hier sehe ich einfach nichts. Das heißt, er ist für den Müll. Ist doof jetzt. Scheiße, dann haben wir jetzt ein bisschen Eisen dafür unnötig ausgegeben. Tun wir den mal hier rein. Der ist dann also für uns erstmal total unwichtig. Dann schauen wir mal hier. Automatische Werkbank. Dann machen wir mal das. Bisschen Holz. Zack. Ein paar Stöcke. Brauchen wir. Okay, 4 Stück. 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doch, kriegt er hin. Ne, kriegt er genau nicht hin. Muss mal anzumachen. Dann nochmal auf die drauf gehen. Auf die zack und dann 4 Stück draus machen. So. Und als nächstes brauchen wir eine Werkbank. Haben wir schon. Und zack, zack, zack. So, und was macht die jetzt? Hier hat eine automatische Werkbank. Ich kann jetzt mal das hier machen. Klicken zum Herstellen. Ach! Wie geil! Okay. Das ist ja cool. Man braucht doch gar keine Energie.
Das macht für uns ganz schön viel, aber es ist irgendwie auch total unnötig. Automatische Werkbank. Stellen wir die mal in unser Terminal Expansion Raum hier. Stellen wir die mal hier hin. So. Was können wir sonst machen? Redstone Motor kennen wir schon. Hier den gefüllten Puffer kennt ihr noch nicht. Füller? Ne, brauche ich ja wahrscheinlich auch nicht. Stirling, Verbrennungsmotor. Wir sehen, wir brauchen wieder ziemlich viel Zeug, denn ich würde eigentlich gerne eine Turtle basteln, die für uns arbeitet. Hier, die hier. Wo ist sie? Da. Advanced Turtle. Oder hier, die hier. Eine Diamantspitzhacke, eine Advanced Turtle-Dings hier. Jetzt brauchen wir hier 7 Goldbarren. Eine Truhe und einen Advanced Computer, der wieder aus 7 Goldbarren besteht, ein Redstone und ein Glasschatten. So, und dazu müssen wir für eine Tour gehen und das machen wir jetzt. So, dazu machen wir das so. Die brauchen auch sehr, sehr viel Essen dafür. Haben wir aber nicht, ist doof. Kann man nichts gegen machen. Das kommt da rein. Tue ich das mal ganz kurz da rein. So. So, mach ich mal ein paar neue Sticks. Da brauchen wir ein bisschen mehr von. So, das reicht. Und dann können wir eigentlich schon los. Ja. Los geht's. Haben wir unsere Waypoints an? Ja, Home ist an. Den könnten wir mal, warte, back. Nee, das will ich nicht. Waypoints. Remove. X. So, jetzt ist er weg. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Machen wir unseren Home an nur. So, und geh mal los. Los. So. Rennen wir doch mal los. Ich hoffe mal, dass wir so schnell wie möglich da wieder auch rauskommen. Mit unserem Pulverizer geht das ja super toll. Wir brauchen halt Diamanten. Wir müssen nur einen Diamanten finden, wir haben ja schon zwei. Dann muss ich nur noch die programmieren, die Turtle, und dann war es es schon. So, sehen wir mal auf der Karte, dass wir da anscheinend noch nie waren. Kann das sein? Wir müssen auch irgendwann mal Höhlen auftauchen. Hier zum Beispiel. Oh, was ist das denn hier? Ach, guck mal. Hier ist ein Tor. Sollen wir reingehen? Da machen wir YOLO. So. Oh. Oh Gott. Ah! What? Hilfe! Oh mein Gott! Wir sind in einer anderen Dimension! Ich will nicht die Augen angucken! Nein! Fliegen wir? Schau nach unten! Über uns ist eins! Hilfe! Hilfe! Ich will hier runter. Da ist ein Tor! Schnell! 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 Ich will hier raus! Ich will hier raus! Schneller! Yes! Wir sind draußen! Boah! Was ist das jetzt hier? Wir sind in einem Tempel. Was? Ich will doch nur auf Höhlentour. Jetzt sind wir in einer anderen Dimension. Hier sind Tische. Hier sind Thron. Da ist eine Tür. Soll ich reingehen? Das ist eine Eisentür. Holztüren sollen doch eigentlich immer nach Hause führen. Wo... Wo sind wir? Da, die Holztür. Aber wie soll ich denn sonst hier rauskommen? Kann man das abbauen?
Dimensional Doors und Wandered Fabric. What? Ja, komm, du Auge! Ich hab gehört, dass man auf den tiefsten Punkt muss. Und dann irgend so eine Suppe muss. Ja toll, jetzt werde ich wieder nach oben geschmissen. Aber ich muss irgendwo drauf. Auf den niedrigsten Punkt der Welt. Und da ist irgendwo eine Suppe. Und da muss ich rein. Oh Mann! Ich stell mal ein bisschen die Strohne runter. Vielleicht sind wir hier gefangen, ne? Ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Es war so dumm von mir, in dieses Tor zu gehen. Irgendwo muss eine Suppe sein. Irgendwo muss irgendwie so ein See sein. Und dann müssen wir reinspringen. Dann sind wir zu Hause. Vielleicht ist ein Tor? Glaub ich. Wir sind gerade auf Höhe 89. Nein. Ach. Toll. Jetzt werden wir die ganze nach oben geschleudert. Jetzt sind wir ganz unten. Schon mal für 22. Das ist doch schon mal ein Anfang. Och, Mann! Ja, es ist ja gut, du Auge. Nein, ich will jetzt hier raus. Ist irgendwo ein Tor, ist irgendwo hier ein Tor. Ich mach hier Fallschaden? Nein, gut. Ab nach unten. Jetzt sind wir schon mal für 41. Das ist schon mal ein Anfang. Da hinten ist ein Tor, glaube ich. Oh, hier sind wieder Augen. Gut, es ist ziemlich schwer hier rauszukommen. Ich bleib mal ruhig. Oh mein Gott. Ey, mein Herz ist gerade auf total hoch. Da sind... Nein, da sind wieder Augen. Kann ich mich hochbauen? Ja. Och, Mann. Diese Ton hier. Ich muss hier irgendwo... Da ist ein Tor. Ich hoffe mal. Mann! Da ist was! Seht ihr das auf der Karte? Oder will ich mir das nur ein? Hier ist nix. Och. Okay, Leute. Ich versuche jetzt hier irgendwie rauszukommen. Das ist leider unmöglich. Das ist doch total nervig. Ich grabe euch mal runter, mal gucken, was passiert. Warte mal, ich mach mal an. Game Rule Keep Inventory True. Das heißt, falls wir sterben, behalten wir unser Inventar. Ich grabe ich mal nach unten, mal gucken, was passiert. Da ist eine Suppe! Die meine ich! Los, schnell, schnell, schneller, schneller! Yes! Yes! Wir haben es geschafft, aus dieser blöden Dimension rauszukommen. Boah, bin ich glücklich! Wir sind wieder auf der Erde! Ich hab's ja gesagt, dass wir... Oh, bin ich glücklich. So, hier sind aber jetzt... sind irgendwo am Arsch der Welt. Ich mache mir mal so einen Punkt hier.
Dschungel und hieß nämlich auch ein Dschungel, das ist ja geil. Waypoints at Dimensionaldoor / Dschungel. So, machen wir es mal aus. Da hinten ist auch noch Dschungel, das können wir dann später auch nochmal gut nutzen. Das ist doch ein Dschungel, ne? Muss doch sein. Ja, müsste sein. Pff, wenn nicht, dann ist es nicht der Fall. Guck mal, hier ist schon direkt eine Höhle. Das ist doch super. Mit ganz viel Kohle. Das, was wir haben wollen. Schön, 5 Minuten vor Ende der Aufnahme finden wir endlich unser Ziel. Aber trotzdem, Alter. Diese Dimension. Ich war da schon mal manchmal drin, deswegen wusste ich auch, dass wir in so eine Suppe springen mussten. Aber es ist total schwer, da runterzukommen. Ich wusste, dass sie ganz, ganz unten ist. Aber wenn du mit von diesen Augen die ganze Zeit nach oben geschleudert wirst, dann hast du ein Problem. Denn dann kommst du nämlich nicht nach unten, sondern die ganze Zeit nur nach oben. Und das ist halt ein Kampf, nicht diese Augen anzugucken. In dieser Dimension gibt es keine Gegner oder so. Es gibt nur diese Augen. Und es ist nur dieses Ziel da. Es gibt nur ein Ziel, und das ist da rauszukommen. Und du musst halt versuchen, da rauszukommen, indem du den Augen entwischst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das habt ihr ja gesehen. Wir sind 10.000 Mal nach oben geschleudert worden. Und das ist das Nervige. Und das wird uns häufiger passieren. Das wird uns sehr, sehr häufig passieren. Das ist das Problem. Ja, auf jeden Fall. Zum Glück sind wir hier raus. Zum Glück habe ich mich nach unten gegraben, sonst hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen. Hier auch wieder Monster. Oh, ich bin zu Hause. Dieses Gefühl, wieder Monster zu hören, ist im Moment eigentlich gut, obwohl es sonst nie gut ist. Aber jetzt ist es immer ein schönes Gefühl, weil jetzt weiß man einfach, du bist wieder zu Hause und nicht mehr in dieser Hölle da. Aber wirklich, es ist eine schöne Dimension. Das haben sie schön kreiert, das muss man wirklich sagen. Das haben sie schön gemacht. So. Der Hauptstandteil, den wir jetzt eigentlich holen müssten, ist Eisen und Kohle, was es eigentlich immer ist. Und Blei natürlich auch. Wenn wir Blei sehen, sofort mitnehmen. Unseren aktuellen Kabeln. Oh, 3 Bowspammer auf einmal. Nee, das überlebe ich nicht gut. Nee, ach komm, komm! Nein, nein! Komm schon, komm schon, ja! Boah, endlich! Scheiß Bowspammer. So, ich stelle mir mal hier... Nee, ist schon komplett auf hell. Zinnerz, come to me. So, ich würde eigentlich jetzt gerne auch mal ganz weit nach unten, damit wir in der nächsten Folge auch direkt weiterfahren können. Aber natürlich, Kohle ist wichtig, das haben wir ja im Moment gar nichts mehr. 20, dieser Block habe ich mal mitgenommen. Wir haben ja auch nochmal so ein. Wir haben ja auch nochmal so ein Tor und deswegen, um da reinzukommen, ist es nicht so schwierig. Aber mit diesem Thronsaal und so, das ist auch nice gewesen. Ach guck mal, das ist Terminal Expansion noch so. Was ist das denn hier? Ach, Hyalurid. Es ist also, haben sie wirklich nett gemacht. Mit diesen Augen und dass man da hochgesteuert wird, man eine ganz andere Idee. Weil sonst musst du die ganze Zeit nur gegen Gegner kämpfen. Und da geht es wirklich darum, vor diesen Augen zu entfliehen und so schnell wie möglich da rauszukommen. Das ist ziemlich schön. Na gut. Dann, wenn ich das hier abgebaut habe, dann würde ich auch sagen. Ich nehme jetzt erstmal die ganzen Erze hier von den anderen Nords erstmal nicht mit, denn da haben wir ziemlich viel von. Zur Not können wir dann auch nochmal farmen gehen, aber die nehmen wir jetzt erstmal nicht mit. Ich kann aber zur Not auch nochmal welche mitnehmen, falls uns langweilig ist, was es eh nicht passieren wird. Deswegen geht sie erstmal nicht. So, im Moment ist das Hauptthema einfach Kohle und da haben wir mal so wenig von. Das ist ja das Hauptthema. Erzeugen gerade eigentlich unseren ganzen Strom nur durch Kohle. Und das will ich halt ändern. Wir haben zwar unser Solarkraftwerk, aber das bringt halt nicht wirklich Strom. Das
ist halt schon das Erweiterte, also schon die höchste Form. Aber das ist halt doof. Was kann man eigentlich? Ich schmeiß mal dieses Yellow Meat mal weg. Das braucht man nicht. Minimum Erz brauchen wir wenig von. So. Und dann war es das auch schon mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch. Ja, bei dieser Dimension, das war einfach krass, einfach das zu machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Tschüssi. Oh, zum Glück haben wir überlebt.